Jetzt zeigt mir doch mal bitte, wofür euer scheiß Schamanenschlüssel ist. Na, immer das Licht. Immer wenn ich irgendwo nachgucken will, geht in dem Moment das Licht aus. Dieser Dungeon ist ziemlich lang, muss ich sagen. Wo kommen wir da wohl rein? Also mir gefällt das Ganze jetzt schon nicht mehr, denn wir sind überladen fast. Und naja, das ist ein blöder Status, fast überladen zu sein. Bei den Zwiesemonden. Ja, Kato, ich stimme dir überein. Das ist doch ein wenig merkwürdig, wo ich hier gelandet bin. Ich bin bei den Höhlenmenschen gelandet. Quasi bei den Maulwurfsmenschen. Ich glaube, das würde eher passen auf die Situation. Wenigstens haben die es gut beleuchtet hier. Scheint genau den ihr Stil zu sein. Ja, ich prügel mich mal eben hier durch. Oh, eine Pilzfarm. Wow, 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 wo ist das? Wer ist das? Wer ist das? Du bist das. Aua. Auf Wiedersehen. Eine riesige Pilzfarm, ich glaub's nicht. Wie sie einfach nur in Frieden leben wollen und ich rotte ihr ganzes Volk aus. So, schon viel besser. Haben wir hier noch mehr Blasenpilze, bitte? Ich stehe nicht so auf die guten Pilze, kann das sein? Ich habe ein paar Blasenpilze hier gefunden. Und wir sind überladen. Ja, jetzt müssen wir auf Kajo warten. Denn der wird die ganzen Dwemer-Metallbarren nehmen. Blasenpilze, gerne, gerne. Ja, ich heb nochmal einen scheiß Korb auf. Ich bin ja nicht schon überladen. Sag mal, Kajo, was machst du denn da hinten? Ja, ich meine, ich weiß, was du machst. Ich höre es an der Musik, aber warum? Das ist die beste Frage. Warum machst du denn da hinten? Ich kann mich auch so mit dir betteln. Mach dir mal keine Sorgen. Es dauert zwar ein bisschen, aber es geht auch so. Wenn Kajo nur auftauchen würde. Wir machen vorübergehend den hier. Für solche Fälle habe ich das ja. Elixier der Stärke. Sehr gut. Ja, Kajo ist anscheinend wirklich hier am Abräumen. Finde ich gut. Wir räumen auch ab. Auf jeden Fall, was Pilze angeht. Tolle Haustiere, die sich halten. Ist überhaupt nicht gammelig, Ratten. Ich meine... Ratten sind coole Haustiere, sag ich nichts gegen, aber diese Ratten hier, geh was, sind eklig. Ihr bringt uns an einen warmen Ort. Oh Mann, Kajo, du hast dich ganz schön treffen lassen, kann das? Ich werde etwas von eurer Last übernehmen. Ja, du übernimmst ganz schön viel von meiner Last, unter anderem diesen ganzen Scheiß hier. So, damit habe ich wieder 100 Plätze frei. Das ist einiges. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wofür der Schamanenschlüssel genau ist. Oh Mann, diese Wege. Kamen wir nicht von hier? Ja, von hier kamen wir. Ich gehe trotzdem nochmal hier kurz mich umsehen. Ich will einfach nur sehen, ob hier vielleicht doch der Verwendungsort für den Schlüssel war. Ich kann auch eben einen Cut machen. Ich mache eben einen Cut. Ich sehe mich hier eben wieder um und wir sehen uns dann gleich wieder am Anfang der Höhle wieder. Wir sind wieder am Anfang der Höhle. Also ich habe da jetzt keinen Verwendungszweck gefunden. Oder den Ort, wo es verwendet wird. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber wir werden hier unten jetzt weitermachen. Wir waren ja hier schon. Hier die Ecke hatten wir noch nicht. Da schreit ja eigentlich schon noch Spinne, ja? Und hier schreit sie die ganze Zeit nach Pilzen. Überall sind diese verdammten Pilze.
Chaos-Eier. Weißkappenpilze, Chaos-Eier. Ich brauche Licht. Hier sind mir eindeutig zu viele Wege. Ist doch nur einer, okay. Ah, diese Orientierung, die hier möglich ist. Was ist das? Tödliches Gift. Wetten, es ist irgendein Scheiß. Ja, wir machen besseres Gift. Ich glaube, wir sind in der Hauptstadt angekommen. Nee, so krass sieht das hier gar nicht aus gerade. So ein bisschen was aufheben, ein bisschen Pharma töten. Du Schattenschleicher, du. Erstmal hier untersuchen. Was haben wir denn hier? Das sieht mir nach einer Schaufarm aus. Na, war das gut? Hoffe ich doch. Holy shit, dass die Dinger fliegen können. Und Damage machen, wie so. Ey, Kollege, bleib mal locker. Ich versuche die ganze Zeit mein Schild auszurüsten. Das Ding hat Power. Die Dinger sind scheiße. Und tot. Chitin, Eier, Jägerflügel. Amethyst. Ja. Nehmen wir mit. Ich denke, wir werden gleich unendlich viele Chaos-Eier haben, wenn ich hier wirklich alle loote. Ich glaube, ich werde nur über jeden Haufen mal so drüber pümmeln. Mit der E-Taste meschen. Boah, Kajo, im Ernst? Verpiss dich schon selber, okay. Mesh, Button Mesh. So viele Chaos-Eier. Braucht doch gar kein Mensch. Wieso bauen die sich diesen Scheiß hier an? Fressen die oder was geht mit denen ab? So, ich denke, wir können uns jetzt guten Gewissens wieder aufmachen, den nächsten Weg zu bestreiten. Hier ist nichts. Hallo, der hat ein beschworenes Schwert, das gefällt mir nicht. Auf Wiedersehen. Ja, gib mir halt deine Kackohren. Nehmen wir mit. Vorsichtig. Schrott. Hier waren wir schon. Ah, hier haben wir den Bogenschützen. Von da kommen wir ursprünglich. Hier haben wir den Bogenschützen platt gemacht. War mal Kriegsaxt. Bitte. Ganz viele Chaos-Eier. Ich fress mal ein paar davon. Ich weiß nicht, was sie bringen. Gucken wir uns jetzt an. Chaos-Eier, 77. Unsichtbarkeit. Geil. Bin für eine Sekunde unsichtbar gewesen. Ja, Tovas Crossing, ganz interessant, nur wüsste ich gerne, wofür der Schamanschlüssel ist. Also wenn ich es nicht mehr finde, auf dem Weg nach draußen, wäre es cool, wenn mir das einer in den Comments hier hinterlässt, dass wir dann nochmal hierher zurückkehren können. Ja, Ladezeit, danke. Hier sind wir wieder bei dem coolen Dach, bei der coolen Decke. Holy shit. Palmer Schattenmeister. Gegen so welche haben wir noch nicht gekämpft. Das finde ich ganz cool gerade. Ich weiß nicht, was ich da gerade aus Versehen für einen Trank genommen habe. Schien mir ein Frostresistenztrank zu sein. Auf Wiedersehen, du Meister. Haben wir wenigstens einen Trank wiederbekommen. War das ganz cool hier. Weiter. Im Programm noch einen Trank wiederbekommen. Ausgeblichenes Tagebuch.
wieder vom Ausbruch des Roten Berges geträumt, wie Menschen davonliefen, während gewaltige flammende Felsen vom Himmel fielen. Thema Morrowind. Kann immer noch nicht den ausgestreckten Arm meines Bruders sehen, wie er versuchte, den Schlickschreiter zu erreichen und direkt in das kochende Wasser hineinlief. Ja, Schlickschreiter sind quasi die Autos von Morrowind gewesen. Eher die Reisebusse von Morrowind. Das sind große Käfer, ja, ähnliche Kreaturen, die auf langen, dünnen Beinen gelaufen sind. Nicht nur Wadenfell, ganz Morrowind wurde von den Felsen getroffen. Es gibt keine Arbeit und unter der Asche wächst nichts Essbares. Wir wollten unser Glück in Himmelsrand versuchen. Das war's? Das war's anscheinend. Wir nehmen das mal mit. Ja, und er und sein Bruder haben hier echt keine Freunde gefunden in der Ecke. Quecksilber finden wir selten. Moment, wir haben doch irgendwo hier eine Spitzhacke, oder? Das ist das Problem. Eins und zwei und drei und vier und Workout. Ist erschöpft, okay. Gab immerhin Saphir. Oh nein, ich werde bestimmt durchlaufen. Holy shit. Das sah aber gut aus. Also die Maschine an sich. Geheimnis. Hoffnung der Redoran. Viele Knochen hier rumliegen, echt. Jetzt habe ich irgendein scheiß Buch aufgehoben. Meine Güte. Dann gehen wir halt hier hin und öffnen das Schloss.